Am 11. und 12. Juni 2022 verwandelt sich das Attisholz regelrecht ins KKL mit riesiger Konzerthalle und Live-Interpretationen von den berühmtesten Filmmusiken unserer Zeit. Bei mir im SoTalk ist heute der Mann, der vor Ort den Ton angibt, nämlich der Leiter vom Classic Festival Chor und Opernsänger Markus Oberholzer. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, bist du hier. Ja, wir sehen es. Magische Momente der Filmmusik heisst ein Event, das an zwei Tagen stattfindet. Was heisst das? Was kann man sich da vorstellen als Besucherinnen und Besucher? Ja, es sind einfach die schönsten Momente, und zwar vor allem von der Chormusik im Film. Das gibt ja immer Steigerungen, also wenn es oder wenn man so Bilder sieht, nachher, wenn die menschliche Stimme dazukommt, dann ist einfach die Grossartigkeit, das Magische, eben, was einem auch reinzieht im Film. Und das sorgt ja auch für Dramatik, oder? Genau. Und wir haben ein Programm, wo auch so eigentlich Highlights präsentiert werden. Wenn wir das auch visuell uns noch besser vorstellen, haben wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer zu diesem Event. Da schauen wir doch gleich schon rein. Wir sehen hier schon mal sehr viel Personal. Genau. Es sind etwa 220 Sängerinnen und Sänger, ein grosses Orchester. Das hier ist aus der Reithalle, wo wir Carmina Burana aufgeführt haben, 2016. Es wird etwa so eine Besetzung auch sein, so eine grosse Besetzung, die es eben braucht für die Filmmusik. Also zum Beispiel haben wir 5 Schlagzeuger, oder Hans Zimmer muss das richtig so fegen. Genau, genau. Dann habe ich gesehen, hat es Ausschnitte aus zum Beispiel Titanic, kommt vor, Filmmusik, Herr der Ringe, Gladiator. Also, das sind schon die grossen Blockbuster. Ja, genau. Und dann dort daraus die schönsten Chorstellen, oder eigentlich. Wir haben aber auch eine Solistin, die natürlich den Song aus Titanic singt. Und wir haben noch die 5 Solikant-Männer dazu, die im Dschungelbuch das Quintett machen. Also es wird sehr abwechslungsreich, das ganze Programm. Und es hat stille Momente auch, mit einem Gigasolo aus Cinema Paradiso. Ganze feine Sache. Und dann aber wieder die grossartige Chormusik, so wie man es kennt, so das Aufbauten bei einem Hans Zimmer. Klar, klar. Ja. Im Gegensatz zum Filmerlebnis sollte hier eben das Kopfkino stattfinden, oder? Das heisst, es gibt keine Bilder dazu, sondern die kommen dann wahrscheinlich von selber bei den Leuten. Genau. Also, ein Film ohne Musik funktioniert fast nicht. Aber Musik ohne Film, das können wir uns, das hören wir täglich so. Und dann läuft eben, wie du sagst, Kopfkino. Wir haben allerdings einen kleinen Trick. Es wird schon noch etwas projiziert, aber das möchte ich nicht voraus verraten. Also die Leute werden nicht enttäuscht sein, sondern dann machen wir etwas ganz Spezielles. Super, sehr schön. Wir haben es gesehen in der Aufnahme oder im Trailer. Der Chor, der ist nicht allein dort, sondern der wird unterstützt von einem ganzen Orchester. Mit dem Fall ein Symphonieorchester Biel Solothurn. Wie war das für dich, einmal so Filmklassiker zu spielen, anstatt vielleicht das, was sie sonst so machen, oder? Die herkömmlichen Klassiker, Rossini, Vivaldi. Ist das besonders für dich? Das kann ich noch nicht so sagen, weil wir erst mit dem Management Kontakt hatten und mit einzelnen Musikern. Wir werden erst am Donnerstag proben, das erste Mal. Also Donnerstag und Freitag gibt es Proben, Samstag, Sonntag sind die Aufführungen. Aber ich habe mit dem Schlagzeuger, mit dem, der Pauke spielt, Kontakt gehabt, weil er hat mich nachher gefragt, wie er das so verteilen soll. Es sind insgesamt 5 Schlagzeuge, 5 Schlagzeuginstrumente. Und er hat mir nachher gemeldet, er sei ein absoluter Fan von diesen Sachen. Oder? Also die können auch richtig arbeiten dort. Und es hat viele Soli drin im Orchester, wo ich denke, das spielen sie sehr gerne. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Also ich freue mich auf das Programm und ich habe das Gefühl, sie sind auch top dabei nachher. Was war eigentlich der Gedanke, dass man gesagt hat, man macht ein ganzes Programm, das eben nur aus Filmhits, aus Filmmusik besteht? Ist das so ein bisschen, probiert man da ein bisschen die Klassik zu popularisieren, aufzubereiten für das Publikum? Oder ist das eben auch Klassik, die Filmmusik? Ja, also es ist für mich schon Klassik. Und du hast mir es gut zugespielt, das vom Publikum. Also, es geht auch darum, dass wir unser Publikum breit abholen. Und darum können wir nicht nur Mozart-Requiem machen oder Brahms-Requiem. Das sind sehr tolle und ewige, gültige Werke.
Aber da haben wir jetzt mal etwas, wo eben das Publikum breiter ist. Wir haben auch junge Leute durch das, die im Chor mitsingen. Und das ist gerade nach der Pandemie, wo wir in den Chören ja grosse Schwierigkeiten hatten, ist das jetzt gerade ein super Programm. Mhm. Also wir hätten es eigentlich 2020 schon machen wollen, aber da ist eben die Pandemie zwischen gekommen. Und ich selber, ich bin ein Fan von Filmmusik seit, ich denke, seit jung. Ja. Und eben, ich habe gerne die Sachen immer gelost für sich. Das ist etwas, was einfach für sich wirkt. Aber eben, das steht in dem Sinn auch der Klassik nicht gegenüber oder so, dass man die Nase rümpfen über die Filmmusik, sondern nein, das ist ja das Gleiche. Nicht. Ja, ja, ja. Also Ennio Morricone, das ist ein grossartiger Komponist. Also, der hat über 500 Filme hat der vertont. Und der hat Partituren geschrieben von Hand, oder? Sättige, grosse, 36 Instrumente untereinander. Bei einem Hans Zimmer funktioniert es anders. Das ist die heutige Zeit. Dort sitzen die Leute an Synthesizer. Das ist ein ganzes Büro, das das macht. Mhm. Also das hat sich auch gewandelt, natürlich, wie das man komponiert. Aber zum Teil wirklich grossartige, beständige Werke, die hier entstanden sind. Und ist ja nicht nur dort so, ist ja allgemein der Wandel von der Zeit, der sich in allen Sparten bemerkbar macht. Genau, ja. Mhm. Was sind das für Menschen in diesem Chor? Wir haben auch gesehen kurz, wir schauen uns vielleicht noch einen kurzen Ausschnitt an, wo man die Leute hier sieht, den Chor sieht. Eben rund 200 Sängerinnen und Sänger. Ja, das sind Leute wie du und ich, die Freude haben, eben auf verschiedene Musik zu machen, auch mal etwas Moderneres oder eben Traditionelles. Es sind insgesamt 3 Chöre, die hier beteiligt sind und ich leite alle die 3 Chöre. Ich bin eigentlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen bei diesen Chören. Der eine hat mich schon sehr früh gefragt, das ist der Singkreis Wasseramt. Ja. Und nachher ist Oberaargau dazugekommen, Konzertchor Oberaargau, die Probe zu Langenthal. Und dann ist noch die dritte Region dazugekommen, später, jetzt in 10 Jahren. Das sind die Leberberger, also die Region um Grenchen herum. Und so ergänzen sich jetzt die 3 Chöre gut. Und darum kann man auch grosse Sachen machen. Also, andere Chöre haben ja ein bisschen gelitten unter dem Schwund, der während der Pandemie war. Und wir sind jetzt immer noch eigentlich gut aufgestellt, zum Glück. Es gibt natürlich auch grosse Ressourcen, eben genau. Das, dass man drei Chöre hat, wie zusammen. Sind das ausgebildete Sängerinnen und Sänger? Sind das Profis, Laien? Nein, also der eine Chor hat mal Lehrergesangverein geheissen, das dürfen wir jetzt heute nicht mehr machen. Ja, das sind Leute, die, also da hat es erstaunlich viel aus Pflegeberuf zum Beispiel, trotzdem, dass die Mühe haben mit ihren Terminen und so, mit ihren Plänen. Mhm. Es hat aus allen Berufen Leute, die einfach Freude haben am Singen und eben an grossen Sachen auch zu machen, eben können mal mit einem Symphonieorchester singen, ist natürlich schon ein tolles Erlebnis, wenn man da hinten dran steht und Profimusiker kann dazu singen. Absolut. Wie kommt man zu dieser Kompetenz, zu dieser Reife? Kann man das lernen? Wie oft müssen die proben, damit sie das singen können? So. Ja. Also wir proben einfach jede Woche, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Abend in einem von diesen Chören. Und da tun wir zuerst auch Töne studieren. Also fangen an mit Vorsingen, nachher singen, aber man sollte Noten lesen können. Also, dass man sich orientieren kann, wenn ich sage, ja, jetzt tut dort vom Takt 47 noch einmal anfangen und den Ton anstimmen und so. Das ist eine Voraussetzung. Aber es gibt solche, die lernen sehr, sehr viel über das Gehör. Gerade bei dieser Musik kann man ja die Sachen auch hören und sich einprägen. Und dann haben wir meistens rund das 3/4 Jahr, bis wir ein Programm zu Weg haben. Jetzt haben wir eigentlich erst im Januar richtig können anfangen, aber es funktioniert. So. Und du hast vorhin gesagt, eben, probet jetzt für den Auftritt wird eigentlich erst 2 Tage vorher, aber mit dem Orchester zusammen. Genau, ja. Dort muss alles eigentlich wirklich vorbereitet sein. Weil der Chor muss es einfach absolut können, weil dann muss ich mich auch vor allem noch mit dem Orchester beschäftigen. Also die müssen zuerst auch meine Sprache wieder haben. Und der Chortag ist sich schon gewöhnt. Und es ist wichtig, dass man dann schon auf dem Konzertniveau eigentlich ist, wenn man einsteigt. So. Du hast vorhin schon die Zusammenarbeit eben angesprochen mit Profis, Profimusikern, mit Orchester. Unter anderem hat er mit der Württembergischen Philharmonie schon zusammengespielt. Oder auch mit dem Donausymphonieorchester Budapest. Also namhafte Geschichten, auch im Ausland. Wie war das für die Mitglieder in diesem Chor gewesen?
denke etwas Spezielles, oder? So eine... Ja, das sind auch einfach Sachen, die entstanden sind aus Engagement heraus. Und also mit Budapest habe ich als Konzertsänger können mit diesem Orchester zusammen etwas machen. Und dann hat man das Management kennengelernt. Und ja, der erzählt, ja, ja, grosse Chöre und so. Und sie haben mal eingeladen, hierher etwas zu begleiten. Mhm. Und nachher hat sich daraus haben sich zwei Konzertreisen ergeben nach Budapest. Ja, das war für Chorleute ein super Erlebnis, wenn man so 4-5 Tage in Budapest war. Und als Höhepunkt im Vigado. Das ist so der Saal, oder, wo der Brahms dirigiert hat. Und auch haben wir ein Konzert machen können. Und das ist eine riesige Motivation. Das denke ich. Mhm. Und eben ist auch ziemlich organisch über die ja. Hintergrund, die Berufe ja. entstanden, die ja. Zusammenarbeit. Mhm. Ja. Apropos, eben, du arbeitest als Dirigent schon lange, aber du hast eigentlich anders angefangen, und zwar als Opernsänger. Mhm. Ja, ja. Wie ist das normal? Also für mich war das recht außergewöhnlich, dass jemand wie beide Funktionen macht. Ja, ich glaube, es ist schon nicht ganz normal, aber es ergänzt sich unglaublich gut, Chorleitung und Sänger zu sein. Mhm. Also das sieht man viel, dass... Chorleiter, die halt Pianisten sind und so, vielleicht nicht so schnaufen mit dem Chor oder wissen, wie einstudieren mit dem Chor, wie eine Phrase lernen. Ja. Wo schnaufen wir, ja. Was kann man an den Leuten zumuten? Mit der Erfahrung des Sängers ist das schon sehr gut. Mhm. Ich bin dafür ein schlechter Pianist. Aber für das hat man eine Pianistin, die Probe begleitet und mithilft. Aber das Dirigieren selber, das ist auch eigentlich entstanden, indem ich Kirchenchor geleitet habe. Und da ist mir von einem grossen Chor, eben Singkreis Wasseramt, zuerst angefragt worden. Und daraus haben sich dann die Oratorienaufführungen entwickelt und bis zum letzten Engagement ins KKL. So. Genau, in der ganzen Schweiz seid ihr eigentlich. Habt ihr Konzertreihe gespielt, auch schon die Solothurn seid ihr, du hast es am Anfang angesprochen. In der ausverkauften Ritthalle, in der Jesuitenkirche ausverkauft. Jetzt eben der in der Kieshofenhalle, im Attis Holz. Und das ist ja durchaus ein imposantes Gebäude. Wir schauen uns doch gleich an, wie das aussieht dort in diesem Attis Holz. Ja, schon das Areal, also das hat mich immer angesprochen. Das, das ist unglaublich. Und ich konnte relativ früh mit dem Harry Kunz auch die Halle noch mal anschauen. Und ich habe drin angefangen zu singen. Und das hat so gehallt. Das war so ein Erlebnis. Und jetzt die Möglichkeiten, die es gegeben hat. Am Schluss hat man das mit dem Licht gesehen, wie sie renoviert ist. Sanft renoviert, ja. So dass eben immer noch das Ganze wirkt. Also das ist ganz toll gemacht. Das, genau, und das ist ja wirklich auch eine imposante Halle, nicht nur von außen, sondern eben auch von innen. Ja, riesig, ja. Wahnsinnig hoch auch. Du hast das schon gesehen mit dem Hallen. Ich stelle mir das furchtbar vor von der Akustik her, nicht? Es ist schwierig, es ist tatsächlich schwierig. Aber wir machen auch Konzerte in St. Urban in der grossen Klosterkirche und dort hat es einen Nachhall von etwa 5-6 Sekunden. Und da ist es genau das Gleiche. Und es ist einfach... Chorleute und das Orchester, die müssen alle auf Sicht singen. Also dann, wenn mein Schlag kommt, dann ist einfach 1, 2, 3, 4. Das ist ganz wichtig, dass sie das lernen und nicht einfach sich eben verlieren in dem Hall, dass es kompakt ist. Das sind so Sachen, eben, die man lernen und kann trainieren kann. Wir haben mal dürfen während der Pandemiezeit innen in die Halle singen, weil man sich dann verteilen und grosse Räume haben und so. Und dann war es noch schwierig gewesen, wenn man weit auseinandergestanden ist. Aber jetzt sind wir ja kompakt hinter dem Orchester. Und ich denke, es funktioniert schon. Also es muss funktionieren. Und wir haben 1000 Leute. Ja. Und die dämpfen auch noch ein bisschen. Die tut die Akustik schon noch bremsen. So. Mhm. Aber so wie ich das verstehe, ist die grosse Schwierigkeit nicht eigentlich, dass man das Publikum hört, sondern dass der Chor sich selber auch noch hört. Oder? Und nicht das ist richtig. Das ist richtig, ja. Also, dass sie selber müssen wirklich zusammen sein und der Dirigent halt einfach der ist, der das kanalisiert. Mhm. Und wenn sie das Gefühl haben, wir hören uns viel später, müssen sie gleich darauf vertrauen, dass man dann einsetzen muss, wenn der Einsatz kommt. Klar, aber aus irgendeinem Grund hast du auch recht viel Erfahrung in dem, angesprochen. Es ist zwar aus einem Hobby entstanden, aber du machst es trotzdem schon lange, dirigierst du. Und zwar eben das Repertoire von Bach bis Vivaldi, also eigentlich das ganze Alphabet. Ja, ja. Und eben ursprünglich eigentlich Opernsänger. Also eigentlich muss man sagen, dirigieren ist wie ein Hobby.
Ja, ja, das ist aber auch vielleicht wie ein Schauspieler, der gerne von Regie machen will. Oder? Weil man einfach auch, man kann noch viel mehr gestalten natürlich als Dirigent und eigene Ideen verwirklichen auch. Und solange das die Leute begeistert sind und das so gut hin und her funktioniert mit den Chorvorständen, mit den Sängerinnen und Sängern, dann ist das eine ganz befriedigende Arbeit. Und dann kommt noch dazu, dass in der Zeit, als ich Oper gemacht habe, das ist auch heute noch leider so. Man verdient vielleicht nicht gerade wahnsinnig viel. Und das mit den Chören war halt doch ein regelmässiges Einkommen, wo man sich jetzt darauf verlassen konnte. Okay, ja, und eben, der Erfolg gibt dem ja auch recht, schlussendlich. Ja. Das sieht man an den ausverkauften Touren, die ihr macht. Trotzdem wollen wir es natürlich nicht verpassen, uns noch ein Auge und ein Ohr voll zu gönnen von so einem Auftritt von dir in einer Oper. Ja. Und da haben wir noch zwei Ausschnitte parat. Ja, bin gespannt. Ja, das ist natürlich etwas vom Schönsten im KKL können singen. Das ist toll. Hinten dran der Chor, vorne als Solist. Rossini, Figaro ist das. Und La Traviata, das Duett. Spielen tut die Philharmonie Baden-Baden. Da habe ich gerade gesehen, den Konzertmeister, den ich kennt. Kennt man ja halt. Das war jetzt einfach gesungen, gewesen, nicht mehr, oder? Da habe ich nicht gespielt noch dazu, oder? Mal. Schon auch. Also ja, ein bisschen auf der Konzertbühne, vielleicht eben ein bisschen Gesten, Mimik ist dabei. Genau, das haben wir aber gesehen. Das ist nicht eine inszenierte Oper. Ja. So. Ja. Eben, trotzdem, man hat schon das angesehen, oder? Dass so eine Rolle verkörpert wird, so ein bisschen auch die Keckheit im Gesicht und im Frack. Ja. Was ist das für ein Gefühl, ja? So auf so einer Bühne stehen, von so einem riesen Publikum und dort so eine Oper singen? Ja, es ist, also man geht irgendwie mit durch einen Tunnel natürlich. Also man wartet, bis Stage Manager die Bühne aufmacht und dann ist man irgendwie einfach in einem Film. Und das ist wie eine Sportlerin oder Sportler, der 100 Meter läuft und einfach nur noch aufs Ziel fixiert ist, oder? Also man muss dann das Zeug präsent haben im Kopf und vielleicht weiss man 5 Minuten vor dem Auftritt, weiss man nicht mehr. Wie fängt es jetzt an? Aber da muss man einfach ruhig sein und nachher läuft eben der Film ab und die Dirigent gibt den Einsatz und dann muss man singen. Eben, es muss ja dann alles auf Signal kommen. Genau, oder? Ja. Ja, aufgewachsen und studiert hast ja du eigentlich in der Region Zürich, bzw. Winterthur studiert. Trotzdem hast du auch einen relativ grossen Bezug zur Region Solothurn, eben mit den 3 Chören. Inszenierst schon viel, arbeitest viel. Wie ist das gekommen? Wie bist du hier gekommen? Also, das war eigentlich so, dass mein Vater einfach schnell Solothurn angenommen hat. Wir waren vorher im Aargau, in Unterempfelden. Und nachher sind wir auf Attiswil gezügelt. Und ich habe Attisholz natürlich auch schon kennt. Ich bin dann auf Hoppersten über und nachher ins Seminar Solothurn. Und im Seminar da hat man sich dann mit der Stadt verankert. Oder da ist irgendwie der Bezug sehr gewachsen. Und dann hat man auch schon eben so vielleicht die kleineren Chöre gesungen und so. Und Studium habe ich in Winterthur gemacht, wegen dem berühmten Willy Gohl. Der hat gefunden, ich war mal in einem Dirigentenkurs bei ihm, also Schulmusiker braucht das Land. Du musst unbedingt zu uns studieren. Und dann habe ich mit Schulmusik angefangen. Der hat aber den Solo-Gesangslehrer gefunden, ja, du musst unbedingt singen. Und dann habe ich gewechselt auf Solo-Gesang dort. Und bin dann später noch Musikakademie auf Basel. Und habe dort die Schlussausbildung gemacht und das Opernstudio zu Basel. Ja, und jetzt schlussendlich ist der Dirigent irgendwie auch gleich auch wieder vorgekommen. Ja, genau. Natürlich bist du viel unterwegs, eben im Ausland, im Inland. Aber in der Region hier bist du wo? Also es hat dich nie mehr weggezogen jetzt? Nein, ich finde es super hier. Also mir gefällt es eben, dass, ja, ich habe meine ganze Familie hier. Die meisten leben hier. Und ja, 4 Kinder. Und 9 Grosskinder. Und alle kommen ans Konzert und freuen sich schon. Also, das ist auch, die Filmmusik ist familientauglich. Also, das kann man nur empfehlen. Ja, und nicht zuletzt bist du für das Engagement hier in der Region bist auch schon geehrt worden vom Kanton Solothurn. Ja, das ist schön. Das Musik auch für den Musikpreis. Ja. Was hätte das bedeutet?
Es ist wirklich eine Ehre gewesen, weil es ist mega lang gegangen, bis der Kanton so etwas gemerkt hat, so eigentlich. Das ist manchmal so, natürlich, eben, wir arbeiten und arbeiten, denken aber nicht an irgendeinen Preis, sondern man macht einfach seine Sache. Und was ich vor allem auch probiert habe, ist eben moderne Musik. So Michael Tippett, The Child of Our Time, das ist ein unglaublich gutes Oratorium, haben wir aufgeführt, mit grossem Erfolg, zu Kriegsstätten. Oder Paul McCartney und solche Sachen. Nebst eben Mozart und Vivaldi. Und dass das gewürdigt worden ist vom Kanton, das habe ich sehr schön gefunden. Ja. Also dort eben wieder sieht man den Versuch oder das Ziel, es ein bisschen zugänglicher zu machen, oder den Leuten. Ja, ja. Ja, eben sehr zugänglich wird es am 11. 12. Juni im Attisholz. Ich nehme an, es gibt noch Billett für Ja, aber man muss sich sputen, weil er schon ziemlich viel verkauft. Das ist ganz toll. Aber wir werden sonst noch Stühle reinstellen, wenn jemand spontan kommen will. Genau, die Halle ist schon gross. Ja, die ist sehr gross, ja. Ja, ich hoffe natürlich, die seid ausverkauft bis dann. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass alles glatt geht auf dieser Bühne. Ja. Merci vielmals für den Besuch im Sonntag. Danke dir vielmals. Gute. Merci. Merci an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse am Sonntag. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund und macht's gut. Ade miteinander.